Kannst du tun und lassen, was du willst, das klappt einfach nicht. Aber wenn ihr wissen wollt, warum ich heute in der Gegend rumstand und einen Hitlergruß gemacht habe, wie so ein Bescheuerter, und das in der Öffentlichkeit, wo mich jeder hat sehen können, dann bleibt einfach schnell dran, okay? Erst dieses Frühjahr habe ich mir die Sony Alpha A7 II gekauft und ich muss sagen, ich liebe diese Kamera. Aber ich habe den Fehler gemacht und wollte die letzte Woche Fotos machen und dabei hat sie den Geist aufgegeben. Jedes Mal, wenn ich ein Foto gemacht habe, ist der Shutter hängen geblieben und dann kommt so eine Fehlermeldung, Errorcode, und ich müsste die Kamera neu starten. Aber selbst das Ausschalten der Kamera hat dann nicht mehr funktioniert, hat nur noch geholfen, die Batterie rauszunehmen. Liegt aber noch innerhalb der Amazon Warranty, das heißt, die habe ich jetzt zum Reparieren eingeschickt, aber mit irgendwas muss ich ja einstweilen filmen. Und da habe ich mir gedacht, ich suche mir was anderes. I moved on to bigger, better things, such as, A7 III. Ich habe ja immer mit dem Gedanken gespielt, ob es nicht besser gewesen wäre, die A7 III zu kaufen oder doch nur die A7, wie es der Tonton zum Beispiel gemacht hat. Auch ein ganz toller YouTuber, der jetzt wieder neu angefangen hat. Bei dem gerne auch einfach mal vorbeischauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Er hat noch nicht wieder viel Content produziert, aber er ist schon fleißig dabei. Er ist auch mit seinem Osmo schon ein paar Mal losgestartet. Und nachdem Amazon behauptet hat, am Freitag käme die Kamera, aber am Freitag noch gar nicht abgeschickt hat, bestellt hatte ich sie am Donnerstag, habe ich dort angerufen und die meinten, hey, keine Sorge, ich muss das Wochenende nicht zu Hause auf die Post warten, kommt sowieso erst frühestens am Montag. Bin ich ganz froh, dass ich bei der DHL so einen Paketablagevertrag habe, weil sie kam am Samstag und ich habe sie natürlich gleich ausgepackt. Und ja, jetzt halte ich sie gerade in der Hand und filme damit. Ich habe mir gedacht, für die nächsten 1, 2, 3 Vlogs, wenn ich sie verwende, werde ich mal Folgendes ausprobieren. Und zwar, ich lasse die Geschichte mit dem Feldmonitor oben drüber einfach weg, denn angeblich ist der Autofokus ja so toll wie bei einer Canon-Kamera. Heißt, ich lasse einfach die Blende auf 1.4 offen stehen und guck mal, ob die Gesichts- und Augenerkennung tatsächlich, ja, Augenerkennung funktioniert im Video gar nicht, aber ob der Autofokus tatsächlich so toll funktioniert, dass das Gesicht einfach, egal was ich tue, immer im Fokus ist. So. Okay. Und kurz raus, ein bisschen, wir waren heute schon mit dem Fahrrad draußen und mit dem Balu. Jetzt werde ich ihr den Wobbler noch kurz aktivieren, damit sie ein bisschen was zu tun hat. Kira ist jetzt erstmal beschäftigt. Die DJI Spark ist wieder zurück, fertig repariert, Mainboard ist getauscht und ich wollte sie heute eigentlich noch, ich schau gerade, es ist nicht sonderlich tolles Wetter zum Drohnenfliegen, aber ich finde ja die Spark für Vlogger so extrem geil, weil man ohne Fernbedienung, also ohne diese Remote Control und ohne Handy auch damit fliegen kann. Also dieses Active Track, das nämlich einfach verfolgt, das funktioniert auch über Gestensteuerung. Und das wollte ich euch heute mal zeigen, beziehungsweise selber mal ausprobieren. Dazu müssen wir aber los. Ich hoffe, sie ist bald fertig, weil dann müssen wir jetzt los. Das fängt nämlich sehr bald das Regnen wieder an. Und wenn ich jetzt sage, meine ich jetzt. Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na jetzt. Jetzt? Jetzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald. Auf geht's. Hab
Beschreibung ist Starten aus der Hand relativ einfach. Einmal kurz hinten den Powerknopf am Akku drücken, ein zweites Mal drücken und dann halten, bis die Drohne angeschaltet ist. Und sobald die Drohne angeschaltet ist, zweimal kurz drücken, ohne zu halten, dann müsste sie in diesen Gestensteuermodus wechseln und automatisch aus der Hand starten. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Okay, an ist sie. Jetzt tappe ich zweimal kurz. Der nächste Schritt ist, ich müsste jetzt normalerweise mit ausgestreckter Hand, müsste ich die Drohne rechts und links hoch und runter bewegen können. Ah, der Wind ist offensichtlich zu stark, ich bekomme keinen sauberen Flug hin. Und jedes Mal, wenn ich sie wegschicken will und den Active Track beginne, dann driftet sie ab. Ich breche also ab, probiere es aber später nochmal. Also mit jetzt war es scheinbar nichts. Gut, geht's nach Hause, vielleicht haben wir später nochmal Glück. Dann an selben Ort und Stelle. So, ich habe jetzt schnell das Hundetaxi geschnappt und bin dann mal rausgefahren. Wind ist nicht viel besser geworden, plus es sieht so aus, als würde es ziemlich bald regnen. Aber einen kleinen Test wagen wir einfach. Also es wird heute definitiv nichts mit der Gestensteuerung. Also muss scheinbar windstill sein. Aber immer wenn eine kleine Windböe kommt, ist es sofort vorbei. Es will heute einfach nicht klappen. Das hätte ich noch mal zweimal probiert, aber es kommt immer eine Windböe und dann werden die LEDs unten an den Propeller, die werden dann rot. Das heißt, er verliert wohl das Tracking. Hilft nichts. Müssen wir vertagen, Leute. Tut mir leid. Shit. Nachdem der Regen jetzt schon fast beginnt, also die ersten Tropfen sind schon runtergekommen, werde ich auch mit der Fernbedienung heute nicht fliegen. Ja, so ist der Alltag, ne? Im Alltagsvlog. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.